So, hallo, wir machen weiter. Beim Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir ein cooles Level kennengelernt im Rahmen unseres Super Expert Ones. Und da machen wir jetzt einfach weiter. Vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück und kriegen tatsächlich so eine Art One hin. Mit mehreren Leveln und nicht nur eines, was den ganzen Part über uns beschäftigen wird. Aber ich bin happy, dass wir es geschafft haben. Weil es war unclear. Family Bowser. Das sind also Boss Rush jetzt oder was? Okay. Ich möchte direkt in das Clown Car. Wenn ich das Clown Car habe, bin ich glücklich. Dafür muss ich aber erstmal den Kollegen. Okay, ich habe das Clown Car. Unten. Vielleicht bin ich auch nicht so glücklich, wenn ich das Clown-Car habe. Wie lang ist das Level? 1,51. Wir probieren es einmal. Okay, wir probieren es nicht. Wir gucken uns das später an. What's next? 40 Second Speedrun. Ich hasse diese Dinger. Das ist mir mal viel zu hektisch. Oh. Ich bin so schlecht. Mann. Ich habe schon gejoked. Wenn es wirklich sekundengenau ist, habe ich schon längst gejoked. Oh mein Gott. Okay, den gucken wir uns auch später an. Swamp Fever. Rätsel. Okay. Das klingt ja erstmal angenehm. Und nicht na. Oh mein. Nee. Wenn ich jetzt die ganze Zeit von dem Ding beschossen werde, habe ich ja jetzt schon keinen Bock drauf. Aber der könnte mir auch helfen, hier hochzukommen. Oder so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich nehme an, wenn ich den dann oft drücke. Nee, was soll passieren, wenn ich den dann oft drücke? Eigentlich nichts. Okay. Das passiert. Okay, es ist ein Troll-Level. Deswegen Rätsel. Das können wir uns auch mal angucken später. Nicht jetzt. Toro. Okay. Ist das ein Troll-Level? Ich komme da schon nicht rein. Schon gleich gar keinen Bock. Okay. Ich glaube, dadurch habe ich jetzt aber kein Leben verloren, ne? Was? Jedes... Was spiele ich gerade? Kriege ich das schnell genug geskippt? Ja! Nice! Kriegen wir jetzt irgendein Level, wo ich nicht sofort weggezündet werde, wenn es losgeht? Nein! Ja, schon vorbei. Cool. Kriegen wir irgendein Level, wo ich erstmal einen Moment zur Ruhe kommen kann? Stress-Jump-Manövers. Ja, das klingt doch super, Tredix. Oh. Oh, I see. Oh, I see. Oh Gott, nee. Das ist zu stressig. Ach so.
Das ist nichts für mich. Aber coole Level-Idee. Okay, der Name klingt gut. Und es ist schon vorbei, weil 20 Sekunden, ich werde schon nicht schaffen. Da werde ich wahrscheinlich schon dann mit dem Ding mitfahren müssen, dann da oben rein und nein. Nein. Aber wir haben kein Leben verloren. Zelda Game, nice. Besiege alle Bowser Juniors und erreiche das Ziel. Okay. Wenn das jetzt ein normales, schönes Level ist, ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht nach einem Level aus, was man spielen kann. Mal gucken, warum es bei Expert gelandet ist. Erstmal klingt es alles sehr vernünftig. Oh, wollte ich gar nicht, aber cool, dass das getroffen hat. Da ist ein On-Off. Den muss ich drücken. Wo ist das Feuer? Da. Ach so, immer im Wasser, okay. Ja, easy. Aber auf dem Block kann ich stehen. Cool. Okay, jetzt will ich mit einer Bombe das timen. Das ist nicht, was ich wollte! No! Das ist jetzt blöd. Ach nein, ich bin ja dumm. Ich hätte ja so einen Stampfer machen können. Okay, dann gucken wir mal, was noch so kommt. Da wäre nochmal ein neues Schwert. Okay, wir probieren das Level mal. Bisher sieht das Level okay aus. Wenn ich nicht dumm gerade komplett gewesen wäre, bisher sieht das Level okay aus. Kann man Swamps eigentlich auch mit dem Schwert wegzünden? Ich weiß es gar nicht. Jetzt mal testen irgendwie hier. Die hauen ja alle komplett ab. Scheinbar jetzt nicht. Oder ich bin einfach zu dumm zu treffen. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. So, du drehst um und ab dafür. Okay, da unten kann ich stehen. Das ist jetzt alles ein bisschen asynchron hier. Aber kein Thema. Diesmal bin ich einfach nicht dumm und denke daran, dass ich hier einfach auf dem Dinger weiterhin stehen kann. So, ich weiß nicht, was ich mir gerade gedacht habe. So, ich weiß es echt nicht. Okay, jetzt wäre es nicht mal schlimm, das Ding zu verlieren. Wir haben ja schon gesehen, wir kriegen 9. Jo, jetzt, ich dachte, da wo ich stehe. Okay, wo ist der nächste? Okay, da wo das Schwert ist, kann ich auch hin. Irgendwo muss ich sowieso hin. Also muss ich da rüberkommen. Yikes! Und durch. Okay, jetzt kommt hier glaube ich, kommt keiner hoch. Okay, hier kann ich hoch und jetzt bin ich hier safe. Boah, ich war mir nicht sicher, wie weit ich springen muss. Ich weiß halt nicht, was da unten kommt. Ich hoffe mal, das ist kein gefährlicher Sprung. Okay. Bisher sieht das nicht böse aus hier. Was kommt jetzt hier? Ah, da ist der erste Bowser, den ich besiegen muss. Oh nein, er schiebt mich ins Wasser. Komm, mach einen Abflug. Das hat nicht funktioniert. Das war nicht so gut, jetzt kann ich nicht, okay. Ich habe Angst. Ich will es nicht falsch machen. Aber ich muss jetzt mal angreifen hier. Das ist so die komplett langsame Variante. So langsamer geht's nicht. Ich könnte auf ihn draufspringen, ich weiß.
Aber ich bin gerade in der ungünstigen Position, auf ihn zu springen. Aber ich kriege auch keine Bombe rüber. Jetzt. Nice. Bam. Hier, noch eine Bombe. Nein. Ich darf halt das Zelda-Ding nicht verlieren. Nice. Hier, noch eine Bombe. Mist. Nein! Okay, dann den letzten Sprung so. So, okay. Jetzt brauche ich das Zelda-Ding nochmal. Ich weiß, da oben habe ich eins gesehen. Da oben kriege ich nochmal eins. Da war nochmal ein Schwert. Ja, genau, da ist nochmal ein Schwert. Sehr gut. Ich meine, es ist ja nicht Zielbedingung, das Schwert mitzunehmen. Aber ich fürchte halt, es kommen Stellen, wo ich es brauche. Das ist mein Problem. Okay. Wir haben schon gesehen, wo ich hin muss. Hat es hier oben? Ah, toll. Dann räumen wir hier schon mal auf. Da müssen wir nachher hin. Wenn wir einen Schlüssel haben. Den räumen wir auch nochmal weg, dass wir hier nicht Probleme bekommen. Da ist ein Schwert, das werde ich erstmal behalten. Das hole ich mir später. Wenn's... Aber ich komme ja gar nicht mehr. Doch, ich komme hier wieder zurück. Das heißt, da drüben wird der nächste Bowser-Kampf sein. Yo! Der ist ein bisschen größer. Nice. Und das war's. Zielbedingung, Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch zur Tür kommen und wir wissen ja schon, wo die ist. Und es gibt eigentlich auch keinen Gegner mehr im Weg. Dann hoffe ich, dass danach das Ziel kommt. Das wäre schön. Komm, gib mir das Ziel. Okay. Nein, warum? Was ist das? Was ist das? Das ist nicht das Ziel. Ich hab die Ziel mit. Ich hab das Ziel schon gesehen. Lass mich zum Ziel. Wehe. Wehe, das geht jetzt schief. Ich hab keinen Checkpoint, weil es eine Zielbedingung ist. Oh mein Gott. Will nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich hier raus. Wohin muss ich? Ich hab keine Ahnung. Hier runter. Ich will eine grüne Röhre. Ich brauche eine grüne Röhre. Ich brauche eine verdammte grüne Röhre. Einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Irgendwann kommt eine grüne Röhre, in die ich wahrscheinlich nach oben reinspringen muss und dann werde ich den Sprung versauen. Mark my words! Da ist die grüne Röhre. Die führt jetzt aber zum Ziel. Na, immerhin. Wir kriegen kein Leben, aber wir kriegen das Ziel. Oh mein Gott. Da. Der Schluss war unnötig. Der hat leicht gestresst. Puh. Puh. Aber sehr cooles Level. Sehr cooles Level. Okay. 5 Leben. Let's go. Minute to win it. Das klingt ja wieder sehr unstressig. Die Frage ist, kann ich sterben oder muss ich einfach nur schnell sein? Wenn ich nicht sterben kann, kann ich ein bisschen rumprobieren. Ah, ich bin viel zu langsam, das ist mir bewusst. Okay, ab hier kann ich sterben. Dann skippen wir lieber, weil das wird sonst nichts mehr, ne? Wobei, wie kann ich denn... Ach so! Nein, ich muss... Ja, so. Die Frage ist halt, wie weit ist es noch?
6, 5, 4. Okay, wir skippen. Auf 0 geskippt. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Das war viel zu knapp. Aber ich kann jetzt nicht riskieren, Leben zu verlieren. Da ist ein Stern. Da ist eine Blume. Die ist aktuell mehr wert. Der Stern wäre nur temporär, die Blume behalte ich. Okay, da kann ich nicht rein. Hier auch nicht. Da ist ein Yoshi. Hier kann ich rein. Ich habe aber was anderes gerade noch gesehen. Ah, ich komme hier. Doch, ich komme hier durch. Ich will auf jeden Fall die zwei Schlüssel holen. Ja, okay. Ich will die zwei Schlüssel dann vielleicht auch doch nicht holen. Dann gehen wir hier weiter, warum nicht? Das ist ein wunderschönes Level. Kann ich hier rein? Aber hier kann ich rein. Aber ich hatte schon Bedenken, dass ich andersrum rauskomme. Yo! Den machen wir mal weg, den Kollegen hier. Dann kriege ich nämlich das Clown-Car. Und ich bin in dem Raum, wo das Ziel ist. Also ich müsste jetzt theoretisch zum Ziel fliegen können. Ja, ihr könnt mich alle mal. Da ist das Ziel. Nice. Ein Leben mitgenommen, keins verloren. Zu dem Level... Okay. Okay. Zu dem Level sage ich einfach mal nichts. Nein, das ist jetzt nicht so, was ich gesucht habe. Aber wir können einmal ausprobieren. Das war nicht gut wahrscheinlich. Ja. Go high with the wine. Okay. Okay, das sieht doch erstmal nach einem normalen Level aus, was ich notfalls skippen kann. Oh, ich muss schneller als die Wine sein, ja? Oh, das... Okay. Das ist so ein Tweaker-Limp-Level. Jetzt habe ich es versaut. Ich verstehe. Jetzt weiß ich allerdings nicht, inwiefern jetzt hier... ...die Wine mir geholfen hätte. Aber ich fürchte, es wird schon so gebaut sein, dass man ohne die Y nicht weiterkommt. Ich meine, ich probiere es jetzt mal, solange ich den Pilz noch habe. Kann ja nichts passieren. Okay, nein. Ist zu riskant. Zu riskant. Und es sieht auch nicht nach einem Level aus, wo ich denke, das schaffe ich beim nächsten Anlauf. Na, deswegen. Ich habe zu wenig Leben, um sowas jetzt zu riskieren. Ja, da bin ich jetzt wohl tot. Den kriege ich nicht mehr geskippt. Nee. Aber die Frage ist, das Level scheint kurz zu sein. 28 Sekunden, einfach durchrennen. Okay, nein. Da hätte ich jetzt... Ja, nee. Okay, tschüss. Das haut nicht hin.
Spinny Boy. Weiß nicht, ob das hinhaut. Ach, scheiße. Dann traue ich mich nicht. Wenn es schon so losgeht, traue ich mich nicht, das weiterzuspielen. Drei Leben. On-Off-Block-Run. Run klingt nicht als, wie etwas, das ich möchte. Es ist direkt stressig. Mist, kann ich skippen von hier aus? Nein. Scheiße. Also zu stressiges Level würde ich mir auch gerne angucken im Nachhinein, aber jetzt nicht. Zwei Leben. Champions Pavement gegen die Zeittechnik. Okay, es sieht aber nach einem normalen Level aus. Die Frage ist... Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt ein Trollblock oder nicht? Der schiebt einfach nur den Typ darüber. Was macht der? Okay, geht auch einfach nur darüber. Wait, aber... Der fährt ja gar nicht... Hä? Okay, ich habe das Gefühl, ich verstehe die Technik nicht. Ich meine, ich habe ein bisschen Zeit hier rumzuprobieren, aber ich verstehe nicht, was das sind. Also da muss es irgendeine Technik geben. Das Ding hat kein Dings. Ja gut. Das heißt, andere haben auch nicht rausgefunden, was man hier tun soll, scheinbar. Irgendwie muss es eine Möglichkeit geben, den hier loszuschicken, dass der hier rüberfährt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber tut er ja so nicht. Ja, ich weiß es nicht so, so kommt es mir halt vor. Ich verstehe nicht, was das hier soll. Ich verstehe nicht, was das soll. Es ist der Resetor da, für den Fall, dass man es versaut. So. Aber der geht ja nur in die, der geht ja nur darüber. Hä? Das jetzt irgendwas gebracht? Ich meine, er geht doch nur nach da. Er geht doch gar nicht nach da hinten. Shit. Das Leben ist weg. Verstehe leider nicht, was ich hier tun soll. Aber jetzt haben wir nur noch ein Leben. Hidden Stage. Erreicht das Ziel, ohne getroffen zu werden. Klingt super für einen Versuch ohne mit nur einem Leben. Ich meine, wir können mal reingucken. Wenn ich es versaue, kann ich immer noch skippen. Ich habe ja einen Frosch-Suit. Yo! So viel dazu. Okay. The One with Two Seasons. Klingt vom Namen her cool. Sieht nach Kaizo aus. Nichts für ein einziges Leben. Schade. Naja, das, ja, ne? Bin ich halt jetzt schon wahrscheinlich zu langsam. Ja, schaffe ich nicht. Schade. Werde ich auf jeden Fall im Nachhinein probieren. Aber jetzt habe ich es nicht hingekriegt. Hat man ja gesehen. Keine Chance.
Nein, das ist ein Troll-Level. Nein, gehe ich raus. Das werde ich gar nicht, weil der Name, ne, das kann man gar nicht probieren. Ich hoffe nur, wir sterben nicht sofort. Aber wir sterben nicht sofort. Vielleicht kann ich es ja spielen und kriege einen Pilz oder so am Anfang. Okay, ich sterbe nicht sofort. Wait. Wait, hier muss ja ein versteckter Block sein. Okay, aber damit habe ich jetzt erstmal was. Das heißt, solange ich den habe und so weiter. Nein! Nein! Ich baue mir meinen Weg zu. Das wollte ich. Ich will dir dahin sein. Oh, ich hoffe, ich habe mir da oben jetzt nicht den Weg zugebaut. Oh nein, ich baue mir da oben den Weg zu. Nein! Nein! Ich hasse alles! Nein! Scheiße! Die gehen aber wieder weg, die gehen wieder weg. Natürlich, die gehen wieder weg. Ah, gut, dass ich denken kann. Gut, dass ich nachdenken. Oh mein Gott. Gut, dass ich nachdenken kann. Oh mein Gott, die gehen ja wieder weg. Sind ja keine Holzkisten. Ah. Das wäre, wenn ich jetzt geskippt hätte und ihr hättet mich so geflamed in den Kommentaren. Zu Recht. Zu Recht. So. Was kommt jetzt hier? Pieswitz-Tür. Da bleibt er stehen. Okay, gut, dass ich die da unten hingesetzt habe, ne? Ja, das war es jetzt dann aber auch. Dann skippen wir wohl. Sehe keinen Weg hier weiterzukommen. Dann skippen wir hier. Wahrscheinlich irgendwo ein versteckter P-Switch auf dem Weg dahin oder irgend so ein Quatsch. Ja, okay. Happy Mario Day. Das klingt doch freundlich. Komme ich da unten bei der Tür raus, wenn ich jetzt da hochspringe? Falls ja. Komme ich nicht. Okay, das war dieser One. Ach, guck mal. Wo sind wir denn gelandet? Oh, gerade noch im goldenen Bereich. Das ist okay. Das ist okay. Yay. Okay. Jetzt will ich mal gucken, welche Level jetzt alles gespeichert wurden. Das ist ganz kurz. Bitte was? Wo ist das ganz kurz? Wie komme ich? Oh, das ist nicht gut. Da komme ich jetzt nicht drüber. Doch, da komme ich drüber. Okay. Kann der da mal weggehen jetzt?
gut aus. So, jetzt geht der Rauch weg. Okay. Das da drüben gefällt mir nicht. Nein! Okay. Okay, okay. Wir probieren das weiter, weil wenn das so kurz ist, können wir das vielleicht sogar abschließen. Ich verstehe nicht, warum der P-Switch da runterfällt, aber gut. Da fällt halt einfach ein P-Switch runter. Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, ich komme niemals durch die Tür, die da halt da ist, weil dann wäre das nicht so cool. Oh mein Gott, ich habe das vergessen. Dann wäre das nicht so cool. Was ich auf jeden Fall auch, weiß nicht, ob ich in dem Part, aber was ich auf jeden Fall auch probieren möchte, ist das 10-Sekunden-Level. Ob ich da schnell genug bin oder nicht. Das wird mich schon ausprobieren. Das wird mich schon reizen. Ah, shit. Okay. Aber das würde ich jetzt nicht spielen, hätte ich nicht gelesen, dass es in 20 Sekunden abzuschließen ist. Ne? Das ist jetzt das, was ich jetzt ausprobieren möchte. Ob da jemand vielleicht einfach nur gecheatet hat oder keine Ahnung. Oder ob das wirklich so kurz ist. Ach, Menschenskinder. Aber ich sehe halt nicht, wo ich in einen anderen Weg gehen kann. Insofern wird da wohl nicht getrickst worden sein. Oh, no. Der war vorhin nicht da. Jetzt ist der auch wieder. Ist er jetzt weg? Nee. Irgendwie vor denen kommen. Ja, das könnte sogar funktionieren. Oder halt jetzt hier unter ihm durch. Ja. Gut. Gut unter ihm durch, auf jeden Fall. Aber der Anfang geht eigentlich. Nee, nee, ich komm nicht unter. Nee, ich komm nicht vor denen, das geht nicht. Da muss ich entweder warten, bis er wieder so weg ist wie vorhin. Also bis er ganz weg ist, scheinbar haut es den dann in die Lücke rein. Upsala. Scheinbar haut es den dann in die Lücke rein, aber. Ja, moin. Aber das Level würde ich jetzt in dem Part gerne noch ausprobieren. Yeah. Okay, jetzt ist er wieder da drin. Soll er halt. Ich muss warten, es hilft nichts. Ich muss warten. Ich bin zu schlecht, um dem auszuweichen, also warte ich. Das ist die einzige sinnvolle Option. Na, dann warten wir halt einfach hier oben, bis er in die Lücke abhaut. Dann ist es halt so. Ja, da ist er jetzt nämlich weg. Dann ist jetzt hier alles easy. Vielleicht machen wir den noch weg und dann ist wirklich alles easy.
Oh weia, der Sprung wird jetzt auch sehr unangenehm. Oh, der Swamp gefällt mir nicht. Ah! Na. Wie macht man das denn jetzt am blödsten? Warten hier wieder. Ha, wie löse ich das Swamp-Problem? Kann ich da mit dem Drehsprung direkt drauf? Nee, ich muss auf jeden Fall hintwirbeln. Ah, nein. Die noch nicht, wie ich an dem Swamp vorbeikommen will. Oh mein Gott. Oh, no. Wie schafft es einer hier in 20 Sekunden durch? Ich raff's nicht. Ach nee, ich hab keine Lust. Okay. Keine Lust mehr auf das Level. Wir gucken uns das ganz kurze nochmal an. Das wollte ich noch anschauen. Da bin ich jetzt direkt neugierig drauf. Champions Pavement. Das war das, wo ich dich verstanden habe, was man tun muss. Vielleicht steht hier irgendwas. Nein. Okay. Das können wir auf jeden Fall irgendwann mal spielen. Das sah okay aus. Jetzt ist das kurze Level nicht da. Ich hasse alles. Es sind nicht alle da. Es sind nicht alle da. Wahrscheinlich nur die, wo ich mal gestorben bin. Frage. Ja, aber hier bin ich auch nicht. Doch, hier bin ich gestorben. Ja. Na, Mist. Ah, Mist, ey. Das sind ganz wenige da. Ach, Kacke. Die, die ich sofort skippe, die sind nicht da. Nur die, wo ich mal gestorben bin. Dann gucken wir uns den Speedrun an. Der sah auch in Ordnung aus. Ich verrate, der war nur für den Endless One jetzt ungünstig. Reaktion, Conan, Reaktion. Yo, was zur Hölle tue ich hier? Was? Was war das denn jetzt alles für ein Quatsch? Ach, Mist. Die Frage ist halt, wie knapp sind die 40 Sekunden bemessen, ne? Wieso? Hüpft er denn nicht nochmal? Drücke ich zu bald und er ist noch nicht am Boden oder was? Was passiert da? So wirkt es irgendwie, ne? Nein! Das darf ich nicht machen. Was ich auch interessant finde, mal löst man diese Blöcke aus und mal überhaupt nicht. Na, hier, jetzt, da sind sie mal wieder ausgelöst worden. Auch die Geisterblöcke. Oh. Auch die Geisterblöcke sind so mal da und mal nicht. Ach.
Come on. Oh, no. Das sind Automatismen, die funktionieren bei anderen einwandfrei und wenn man selber spielt, dann haut einfach nichts hin. Oh mein Gott. Warum sieht es immer so einfach aus, wenn es andere spielen? Ah! Oh no! Das ist halt, ich weiß, ob ich da Zeit verliere, ich hoffe nicht. Nein, den gleichen. Oh! Den gleichen Fehler. Wir sind noch nicht weitergekommen als diesen dämlichen Mannschaft, aber wir hatten jetzt viel mehr Zeit. Nützt mir nur nichts, wenn ich nicht weiterkomme. Hast du es immer an der gleichen Stelle zu sterben? Oh, no. Ey! Es fühlt sich halt vor allem so an, als könnte man es nicht beeinflussen. Es fühlt sich so an, als würde man das Gleiche tun, aber scheinbar tut man halt nicht das Gleiche. Aber man ist nicht gut genug, um zu verstehen, wie man das verändert. Na? Ich drücke genau das Gleiche zu der gleichen Zeit, so fühlt sich's an, und mal funktioniert es und mal funktioniert es einfach nicht. Oh man. Why? Ich meine, es ist sicherlich schlecht, dass man hier jetzt hängen bleibt. Aber ich würde halt gern weiter als den Mancha mal sehen. Das wäre zumindest doch schon mal ein Erfolg. Was war das denn jetzt? Ah! Es darf doch nicht wahr sein. Thank you.
Das meine ich. Auch mal löst man die Geister aus und mal so... Nö. Ah Mann, ich schaff's nicht. So, jetzt... Nein! Okay, was kommt jetzt? Okay. Oh, es ist zum Glück von der Zeit her akzeptabel gewesen. Eieiei. Eieiei. Aber trotzdem, ich bin nicht geschaffen für solche Level. Bin einfach nicht geschaffen für sowas. Okay, das kann man noch angucken. Das sah auch machbar aus, da habe ich mich aber nicht getraut, das im Endless Run anzugehen. Ach so, na eben. Lol. Oh no. Ha. Das war nicht, was ich wollte. Mist. Aber na, hier kann ich ja einfach den hier tun. Das funktioniert ja. Wenn ich das jetzt so lasse, müsste es mich auch besser in die Röhre reinschieben. Ja. Wenn ich das jetzt so lasse, ist hier offen. Und da ist das Ziel. Ha! Machbar, oder? Das wollte ich nicht. Das war dumm. Das war auch dumm. Na, es ist schon knapp, aber man muss es nicht so über die On-Off-Geschichte machen. Man hat Alternativwege zur Verfügung. Jetzt einfach so... Oh. Lassen wollte ich... Oh. Wollte ich sagen. Mann! Oh, ich bin so schlecht, dass ich das nicht hin... Na, das... Es fühlt sich einfach nicht so an, als hätte man die Kontrolle, die man haben will. Ja, das ist halt dumm hier anzu... Oh, nee! So, der muss so bleiben, wie er ist, dann ist alles okay. Nein! Und dann muss ich da aber unten landen, damit ich ihn nochmal drücken kann. Okay. Nach dem letzten Sprung muss ich da unten landen. Dann funktioniert alles. Wahrscheinlich ist der zweite Raum sogar einfacher, ihn so zu spielen, wie er gedacht ist. Ich glaube, die könnten funktionieren. Ich meine, ich kann auch das hier mal spielen, wie es gedacht ist eigentlich, ne? Ah.
Oh, jetzt ist es schon blau. Wenn ich da reingehe, wenn es schon blau ist, ist das ja eigentlich sogar besser. Nein! Das hätte sein können. Also ist nicht, jetzt ist es natürlich nicht schon blau. Ah nee, ach so! Das ist dumm, wenn ich das anders spiele. So, das hier ist, glaube ich, okay, aber hier sollte ich wirklich einfach spielen, wie es gedacht ist. Ja. Nein, hier geht's auch, aber. Ja, vielleicht spielen wir es einfach wirklich, wie es gedacht ist. Null. Ja, das der Sprung haut dann wieder nicht hin. Aber hier müsste ich es halt wirklich nicht umstellen. Ja, aber okay. Okay, hier einen Alternativweg gehen ist dämlich. Ich sehe es ja ein. Ja, wow. So, aber jetzt gehe ich außen rum. Ja, easy. Okay. Also beim dritten außenrum gehen ist schon sinnvoll gewesen, aber die anderen sollte man vernünftig spielen. Das ist legitim. Mal gucken, das war sogar nahe am Weltrekord. Wie gut ist der Rekord? Wie gut ist dieser Rekord? Ich darf nicht anhalten, kein einziges Mal. Okay, wenn der es nicht ist, dann ist das nicht. Oh yeah, Mario Time. Aber einmal wollte ich es nochmal probieren. Ah, okay. Der ist zu gut. Komme ich nicht ran. Ist okay, ist okay, ist okay. Puh. Gut, dann haben wir zwei Level schon mal angeschaut. Wie gesagt, das Kleine würde ich mir gerne nochmal angucken, aber das ist ja leider, ja, ne, ist nicht auffindbar. Muss ich mal gucken, ob ich den Code rauskriege, muss ich ins Video schauen und so weiter, aber okay. An der Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss.